Ja, dann denke ich, starten wir jetzt mit der Abschlussveranstaltung. Ich stelle mich ganz kurz vor, ich bin Sabine Stöbesand, Professorin in Hamburg für soziale Arbeit an der HAW und in der DGSA aktiv in der Sektion Gemeinwesenarbeit. Und zum Abschluss dieser Tagung gibt es nun die Gelegenheit, Ihren Gegenstand noch einmal zu betrachten. Und das eben nicht nur allgemein theoretisch oder methodisch praktisch, sondern auch persönlich biografisch. Und gesellschaftliche, wissenschaftliche und soziale Entwicklung und Veränderung fallen irgendwie nicht vom Himmel, nicht gottgegeben, determiniert, haben mit Zufällen zu tun, mit Ressourcen, aber sie haben auch ganz wesentlich mit konkreten Menschen zu tun, mit ihren Interessen, ihren Leidenschaften, mit langem Atem zum Beispiel. Und ich freue mich sehr, heute die Gelegenheit zu haben, ein Gespräch mit einer Person führen zu dürfen, die genau für diese Qualitäten und mehr steht, interessiert, leidenschaftlich, klug, theoretisch fundiert und über lange, lange Zeit gegen viele Widerstände unter anderem dranbleibend an ein Thema scheinbar unermüdlich, denke ich manchmal. Eine Frau, ohne die es, glaube ich, den Menschenrechtsdiskurs in der sozialen Arbeit zumindest so nicht geben würde. Und bis hin zu dieser Tagung mit ganz vielen praktischen Folgen. Also diese Tagung ist ja auch eine davon. Ich begrüße ganz herzlich Silvia Staub-Enders-Kohni. Also ich nehme an, dass du für viele hier keine Unbekannte bist. Ich möchte aber trotzdem einiges zu deiner Person sagen. Du bist Sozialarbeiterin mit jahrelanger und bis heute aktiver praktischer Erfahrung, Tätigkeit. Du bist promovierte und habilitierte Wissenschaftlerin. Die einzige Frau, soweit ich zumindest weiß, die in jüngerer Zeit nicht alleine, aber maßgeblich eine eigenständige Theorie sozialer Arbeit entwickelt hat. Du bist streitbar und durchaus umstritten, ist ja auch kein Geheimnis. Du hast die Entwicklung der deutschen Gesellschaft für soziale Arbeit über viele, viele Jahre maßgeblich vorangetrieben. Für mich bist du auch unter anderem wichtig, weil du die Gründung der Sektion Gemeinwesenarbeit mit angestoßen hast 2002. Du bist Schweizer Weltbürgerin, Antifaschistin. Du wolltest eigentlich nie nach Deutschland kommen. Wir haben Glück, dass du das doch getan hast. Und du warst lange hier an der TU auch Professorin. Und eines deiner nachhaltigsten Werke, so hat die Edita Praschat das zumindest gesagt, ist der Masterstudiengang Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession, über den wir hier auch schon ein bisschen was gehört haben, den es im 14. Jahr, glaube ich, mittlerweile gibt. Das Kooperationsprojekt mehrerer Berliner Hochschulen. Als Hamburgerin bin ich ganz neidisch darauf. Also ich bin mir bewusst, dass das nur ein kleiner Ausschnitt deiner vielen Tätigkeiten ist, zu denen das Publizieren genauso gehört wie, und das finde ich beeindruckend, das praktische Engagement zum Beispiel im Verein TIC, wo du ja neulich noch bei der Vorstandssitzung warst, der sich für also antirassistische und interkulturelle Arbeit leistet. Also ich freue mich, dass du kommen konntest, und wir haben ja nur eine knappe Stunde Zeit, um ein großes Thema zu bewegen. Und ich werde versuchen, oder wir werden das versuchen, in kleinere Einheiten zu runterzubrechen, so wie was man so Gespräch nennt. Ich stelle Fragen, Staub-Enders-Kohni antwortet. Ich darf zwischendurch auch nochmal was sagen. Wir gucken mal, wie wir das hinkriegen. Ja, auf dieser Grundlage würde ich mal mit einer ersten Frage starten. Und zwar einfach, seit wann und warum beschäftigst du dich mit dem Thema Menschenrechte und soziale Arbeit? Erstmal danke für die freundliche Einleitung. Seit wann und warum? Die Frage habe ich mir eigentlich erst, seitdem du sie mir gestellt hast, nun mal seriös beantwortet. Also es ist so, dass wenn man fragt, wann ich zum ersten Mal was darüber geschrieben habe, dann muss ich 1995 zurückgehen, das ist das Buch Soziale Arbeit als Systemtheorie, soziale Probleme und soziale Arbeit.
lokal, national und international mit dem Untertitel, der war vielen viel bekannter als der eigentliche Titel, nämlich Vom Ende der Bescheidenheit. Das offenbar so programmatisch formuliert, dass das in die Herzen der nicht, bis heute nicht wahnsinnig geachteten sozialen Arbeit nun gefangen ist. Wenn ich aber nach den Erfahrungen frage, die mich dazu geführt haben, dann muss ich tatsächlich bis 1963, nicht nur 68, sondern 63 zurück. Da bekam ich aufgrund meiner Diplomarbeit ein UNO-Stipendium und hatte eigentlich den Auftrag, also das war Entwicklungsarbeit der UNO für die Schweiz, die betrachteten die Schweiz als Entwicklungsland, mindestens sozialarbeitstheoretisch, und da haben sie mindestens etwa 10 junge Frauen und Männer nach USA geschickt, um dort auf akademischem Niveau soziale Arbeit zu studieren. Das war damals schon das Doktoratsprogramm 1963. Ich kam an, nahm das Frühstück, musste ja zuerst mal zur UNO mich vorstellen und hatte die New York Times auf dem Frühstückstisch und als Headline Säuglinge von Ratten aufgefressen. Und ich konnte Englisch so auf dem Winnie the Pooh-Level, oder? Dachte, also das ist ein Druckfehler, das kann ja nicht sein. Und habe dann den Kellner gefragt, is that true? So, ganz ungläubig. Und der hat nur zynisch gelacht. Das ist es zum ersten Mal auf der Frontseite von der New York Times, aber das ist Alltag in all den Sozialwohnungen, die wir haben. Da sind die sanitarischen Leitungen dermaßen schlecht, dass eigentlich die Ratten dort in den Wohnungen rumrennen und keine Mutter mit einem Säugling oder mit einem einjährigen Kriechkind kann dort eigentlich die Kinder allein lassen, sie muss immer alle mitnehmen, damit nicht wenigstens also die Ratten unter sich herfallen. Also das war mal wirklich, das war kein Kulturschock, das war ein Strukturschock. Zuerst mal. Und dann also wurde ich mit so viel Armut auch in New York konfrontiert, dass ich eigentlich von einem Empörung zuerst mal, dann auch Fassungslosigkeit und eigentlich auch Ohnmachtserfahrung. Ich als kleine Schweizerin, die so ein ideales Bild von den USA hatten, sie hatten uns ja befreit. Hitler hat immer gesagt, die kleine Schweiz, das Stachelschwein, das nehmen wir nach Hause, also auf dem Heimweg ein. Ja? Das wusste ich als Kind, ist mir geblieben. Und eben, also ich hatte dieses Bild von USA, den großen Befreiern. Also, und das musste ich gründlich revidieren. Darum habe ich dann auch Soziologie studiert nachher. Das war aber immerhin die Zeit, wo Harrington ein ganz wichtiges Buch, The Other America, nun eben Vortragsreisen machte und gesagt hat, auch empirisch erforscht durch Pillen und Cloud an der Columbia University, dass eigentlich diese Immigrantendistrikte keine Durchgangsstationen zum amerikanischen Traum sind. Wir waren schon damals nicht, sondern eigentlich Endstationen. Nun, ich habe dann meine Studien begonnen an der University of Minnesota, dann in Columbia. Und dort gab es bereits 1963 den Free Speech Movement von Berkeley, von den Studierenden, Boykott, Aufrufe zur Versauerung und so weiter und so weiter. Also es war, man war einfach tagtäglich auch am Abend in Diskussionen verwickelt. Das ging natürlich jetzt vor allem auch um die persönliche Rede- und Gedankenfreiheit der Studierenden. Als ich aber mein Studium an der Universität antrat, hatte man eben gerade Professor Sibley, das war ein ganz medial verbreiteter Fall, für sein Engagement in diese Bewegung von seinem Lehrstuhl gejagt und so weiter und so weiter. Aber an der Fakultät für Soziale Arbeit wurde man seitens der Studierenden vom ersten Tag an mit der Frage konfrontiert, wie hältst du es mit der Rassenfrage? So wurde für mich eigentlich bald einmal klar,
wohin die soziale Arbeit gehört. Und zwar, das wusste ich damals noch nicht so genau, aber die Uni selber hatte einen sehr, sehr berühmten, der hat sogar eine Washington Bridge, das war Whitney Young, als Absolventin, einer der ersten schwarzen Absolventen. Es war ihm gelungen, die National Urban League von einer ganz zahmen Organisation mit vielen Weißen zu, die immer sagten, ja, nicht so aggressiv, nicht so und so weiter, zu einer erfolgreichen Kampforganisation der Schwarzen umzukrempeln, die nicht nur für Bürger, sondern auch für, und das war damals schon ganz wichtig für mich, für Sozialrechte der Schwarzen kämpfte. Er hatte 1963 auch den Marsch zusammen mit Martin Luther King mitorganisiert. Er wurde Präsident, gerade ein Sozialarbeiter, also das bringe ich gerne als Beispiel. Nämlich von Kennedy, der 3 Wochen nachdem ich dort war, ermordet wurde, und dann von Lyndon B. Johnson. Von ihm hieß es, und das finde ich eine schöne Zusammenfassung, er war bereit und fähig, nicht nur bereit, sondern auch fähig, mit den Mächtigen zu verhandeln, um Veränderungen für die Machtlosen herauszuholen. Wie ernst die Situation nun auch für Sozialarbeiterinnen, die sich in der schwarzen Bewegung nun eben engagiert hatten, zeigte mir dann, dass im Süden, in den Südstaaten, 7 Sozialarbeiter vom Ku Klux Klan ermordet wurden. Und zwar nur, weil sie den Schwarzen geholfen hatten, sich einzuschreiben für die Midterm-Wahl. Das war das Verbrechen, das die Todesstrafe eigentlich vorsah. Aber es gab eben doch überhaupt gleichzeitig starke soziale Bewegungen, bei denen Sozialarbeiterinnen eine führende Rolle spielten, so die Sozialhilfeempfängerinnenbewegung, da weiß ich mindestens in Deutschland nichts davon, Gefangenenbewegung, Gemeinwesenbewegung, Stichwort Alinsky, der War on Poverty. Es gab erste, und dort, ich habe in einer ersten niederschwelligen Laden, also würde man sagen, Anlaufstelle gearbeitet, und da ging es eigentlich darum, Sozialhilfeempfängerinnen, denen die Sozialhilfe verweigert wurde, zu begleiten und einfach vor die Türe des Beamten sich niederzulassen, zu warten, was passiert, und dann wurden wir halt weggetragen und dann kamen wir nach 5 Minuten wieder, bis es denen eigentlich verleidet war, sowohl den Polizisten oder denen, die im Beamtenzimmer saßen. Ja, also das wäre mal so. Also ein ganz lebhafter, praktisch politischer Einstieg über die soziale Arbeit. Ich finde das interessant, weil die USA heutzutage ja durchaus mit Grund, aber mit Trump gleichgesetzt wird und vergessen wird, dass die USA auch das Land der Bürgerrechtsbewegung ist, und es gibt jede Menge sehr interessanter Basisinitiativen und eine lange, lange Tradition von Opposition. Also ich war gerade länger in den USA und ich finde, das ist in der sozialen Arbeit oft so ein Naserümpf-Diskurs, was auch ein ganzes Land homogenisiert, was durchaus divers ist und wo es Praktikerinnen und Theoretikerinnen gibt, mit denen wir uns auch solidarisch auseinandersetzen können. Und vor allem, ich weiß nicht, ob Ihnen das so bekannt ist, ich kann mir das kaum vorstellen, dass sich in Deutschland ein ganzes Bundesland zum Zufluchtsort erklärt, wie das gerade in Kalifornien verhandelt wird, dass explizit keine illegalisierten Menschen abschieben wird, oder dass ein Bürgermeister, also ein Polizeipräsident wie in Los Angeles geschehen sagt, ich setze diese Beschlüsse von Trump nicht um, wir werden keine Illegalisierten hier ausweisen, kann ich mir von Olaf Scholz oder unserem Polizeipräsidenten überhaupt nicht vorstellen. Also von daher finde ich, es gibt da auch so eine Form von Anti-Amerikanismus, und sozusagen dein Bezug ist ja einerseits harte soziale Ungerechtigkeit und Spaltung, aber auch eine sehr lebhafte und biografisch, glaube ich, sehr, sehr wichtige praktische Solidarität. Vielleicht können wir weitergehen. Also ist es noch etwas, wo du denkst, das wäre wichtig oder das hat dich da geprägt? Du meinst jetzt biografisch. Ja. Das war doch noch 2 Punkte, aber jetzt doch ganz kurz. 1980 war ja auch ein Militärputsch von 1980 in der Türkei. Und ich möchte an 2 Beispielen zeigen, wie dann eigentlich Erfahrung mit eben der Theorie oder den Menschenrechten zusammenhängt.
Wir hatten einen sehr engagierten Ehemaligen, der viele, viele Studierende, die im Gefängnis landeten, nun an die Zürcher Schule brachte und hat gesagt, die müsst ihr jetzt aufnehmen. So. Haben wir gemacht, aber nur unsere Abteilung zuerst konnten wir gewinnen. Und der Vorstand hat gesagt, also wir wollen da keine türkische, kurdische Kolonie. Nicht? Aber das hat uns nicht so gestört, wir haben es dann einfach auf alle Abteilungen verteilt. Das war wichtig und ebenso wichtig, und das war der springende Punkt, Mauerfall 1989. Da hat man sehen können, wie wenn ein Ideal, auch ein Gerechtigkeitsideal, das es eigentlich war, das sie mitbrachten, nun einfach niedergestampft wird, ne, und sagt, der Kapitalismus hat gesiegt. Ich war in einem Vortrag, das ist mir jetzt in den Sinn gekommen, Hobsbawm hat gesagt, ach was, der Kapitalismus hat doch gar nicht gesiegt, er ist einfach übrig geblieben. Aber da gab es Repressionen, da gab es Demonstrationen, also die durften zwar politisch nicht sein, da gab es psychische Zusammenbrüche. Einer ging auf den, ausgerechnet auf den Paradeplatz, unser Paradebankenplatz, ja, und wollte den Verkehr dort regeln. Und wurde dann bei uns zurückgeführt. Und was macht ihr mit dem eigentlich an dieser Hochschule? Und ich habe dann also mich nun wirklich verpflichtet gefühlt, nachzudenken, was wir eigentlich als Schule beitragen können. Also da war natürlich auch psychiatrische Hilfe. Auch Selbstmordgedanken. Ja, Selbstmorde selber, die kamen dann sogar noch später. Und das war eigentlich der Start der Menschenrechtslehre an der Schule. Ich habe gedacht, ich verstehe eigentlich ganz wenig, aber also ich bin ebenso Lernende, es lernen wir halt zusammen mit diesen Studierenden, nun, was Menschenrechte sind. Und habe dann noch ein paar Texte gesucht und ich war verwundert, also die haben wahnsinnig gearbeitet. Sie konnte ja noch gar nicht recht Deutsch, aber sie haben, also es gab ja auch Englische, nicht, aber immerhin. Das war ein sehr schönes Erlebnis und die wollten dann eine Tagung machen darüber in der Roten Fabrik, das ist das Dachales von Zürich, und haben mich gefragt, wir sind zwar noch nicht anerkannte politische Flüchtlinge, können wir das machen? Da habe ich mir gesagt, ja, mach das, ich übernehme die Verantwortung. Hat aber keine Konsequenz gehabt. Und das andere kann ich ganz viel schneller machen. Das war Ellen Murayev Apostol, sie war damals die Delegierte des International Federation of Social Workers in Genf und hatte zusammen Jim Ive, darum kennen wir uns schon sehr lange, Human Rights and Social Work. She asked me to make comments about the text before it goes to the press. Ah, right. Yeah. I know you. Did you? I knew you as name, but not as person. Right. We met in Montreal. Yes. Yeah. that's actually the way why theory and practice came together. In diesem Manual ist ja eigentlich, das ist ja für Ausbildungsstätten geschrieben, for Education. Das war dann noch der nächste Schritt, also nicht nur Praxis und Theorie, sondern Ausbildung und Theorie. Also eine bewegte Geschichte, und du hast ja selber gesagt, es ging nicht darum, dass du das einfach mal eine schöne, bewundernswerte Idee fandest mit den Menschenrechten, ne? So, die der sozialen Arbeit einen Zuckerguss verpasst. Das hat mich jetzt irgendwie nicht überrascht, das von dir zu hören. Auch für mich war der Zugang zu Menschenrechten und soziale Arbeit ein ganz praktischer aus der Arbeit mit misshandelten Frauen. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber diese Papiertigerfrage, die ja im Titel steht, da kommen wir dann zu. Meine Erfahrung ist auch nicht, dass es einfach ein Papiertiger ist, sondern was ganz praktisch Handhabbares. Aber ich würde jetzt erst nochmal fragen zu, also das eine ist das Biografische, du hast da auch was angestoßen. Und welche Entwicklungen oder vielleicht auch Meilensteine siehst du im Bereich Menschenrechte und soziale Arbeit? Durchaus subjektiv. Ja, geht gar nicht anders. Vielleicht das Erste ist nicht ein Meilenstein, so muss ich es nicht bezeichnen, aber die Berufung an die Technische Universität Berlin. Also ich war erstaunt, also ich hatte ja überall Kritik eingeheimst und musste mich überall rechtfertigen.
Da war also eine Fakultät, Tina Thürmerow, die hatte schon Seminare gegeben. Ja. Dann Manfred Kappeler, die meisten kennen ihn, die da in Berlin sind. Der war damals auch in der Drogenarbeit, der beneidete die Schweiz für ihre liberale Drogenpolitik. Jetzt ist er ganz stark in der Heimkampagne und schreibt ein Buch über die Rolle der Konfessionen während des Nationalsozialismus. Dann war Walter Kerber-Ganser, die in Genf über Kinderrechte forschte. Wie das, wie ist denn das überhaupt? Denn die Euglantin-Chef, die war ja 1924, hat ja schon eine Charta entworfen. Ne? Und die ist versenkt worden, weil man sich nicht einigen konnte, brauchen Kinderrechte, Kinder überhaupt Rechte oder nur Schutz? Also das war der Hauptkonflikt. Und dann war Rick Welme, ein lateinamerikanischer Professor, wo den ich also, ja, also immer wieder gefragt, wie war das? Er hat ganz viel Forschung gemacht über die Beteiligung der Psychiater und der Psychologen im Chile-Regime und in anderen diktatorischen Regimen. Das war sein Thema. Darum haben wir ihn auch an die TU geholt. Und ich habe ihn gefragt, ja, weißt du etwas über Sozialarbeiter? Und er hat zu meiner Erleichterung, aber ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt, gesagt, nein, er wisse gar nicht. Ja. Also, wir nehmen jetzt das mal als positiv und zur Kenntnis. Ja. Meine Berufung hat offenbar einiges ausgelöst in verschiedenen Kreisen. Jedenfalls wurde Waltraud Kerber-Ganser darauf aufmerksam gemacht, ob den Institutsmitgliedern bewusst sein, was sie sich da für ein Kuckucksei an das Institut geholt hätten. Ob sie überhaupt wissen, was ich vertrete. Und da hat die Waltraud gesagt, schlagfertig, ja genau, das wollten wir. Also, der Unterschied zwischen sozialer Arbeit und Sozialpädagogik war an der TU überhaupt kein Thema. Und ich glaube, das kann auch Stefan Bormann bestätigen. Jetzt, der erste Meilenstein ist paradoxerweise die Abwicklung der TU zu 50%. 50% der Institute, 50% der Professoren. Und da haben wir beschlossen, ja, wenn wir schon untergehen müssen, wollen wir in Würde untergehen. Und irgendwie kam die Idee auf, wir könnten doch ein Curriculum für das 21. Jahrhundert machen. Das war ein Beschluss an einer Retreite des ganzen Instituts. Und dann haben sich Tina Thürmer und leider verstorben Birgit Robbensbacher und ich zusammengesetzt und haben dieses Curriculum entworfen. Ja, also und dann ein erfolgreiches Treffen also. Das war ein sehr erfolgreiches Treffen. Es wäre zwar fast gekippt, es würde mir das niemand glauben. Also ich habe an der Sitzung, wo das Curriculum diskutiert wurde, da ad hoc, ich kam nicht an diese Sitzung und meinte, ich würde jetzt mich dort ganz zentral engagieren. Aber als ich sah, dass alle, ich dachte, ich sei im Sozialarbeitertreffen, alle sind so überlastet, dass sie es nicht machen können. Dann dachte ich, nein, ich darf ja nicht sterben und so. Und da habe ich dann ganz schön gefragt, ja, also wenn ihr einverstanden seid, ich bin ja noch schon relativ lange in Berlin, würde ich mal den Anfang machen. So, das war der Anfang. Und so kann man eigentlich sagen, der Start des ersten Studiengangs war nun wirklich dann 2002. Der erste Meilenstein. Und der zweite Meilenstein ist eigentlich diese Jahrestagung, würde ich jetzt mal sagen. Die also nicht meine Idee war, sondern diejenige von... Auch nicht meine, vom DGSA. Von mir? Ach, ja, ja, aber die haben sich so eingespannt, dass ich den Eindruck bekam, das sei ja möglicherweise deine Idee. Wenn ich da einmal nachfragen darf, du erwähnst ja jetzt hier diese Tagung. Gestern und heute sind viele Diskussionen gelaufen. Du warst an einigen Panels ja auch mit dabei. Was ist so dein Eindruck? Gibt es Dinge, die du mitnimmst, die dich beschäftigen? Hat dich was überrascht? Oder was ist dein Eindruck? Ja, ja, ja. Also, das es klingt, nicht, weil jetzt ist Halbzeit. Müssen Sie sich nicht wundern? Okay.
Also, ich meine, ich habe wirklich nur vier Panels gesehen. Also das ist mit dieser Wahnsinnszahl, also schon das ist wirklich beeindruckend. Was mich gefreut hat, ihr habt Grußworte eingeladen, die nicht nur schöne Worte verloren haben, sondern sich wirklich seriös nun mit dem Thema befasst haben. Wäre wunderbar gewesen, man hätte ein Nachgespräch mit Jim Ive, Beate Rudolph, ne? Und Vita machen können, um die verschiedenen Positionen zum Recht machen können. Aber ein Programm ist ein Programm. Was wir jetzt eigentlich heute als Meilenstein feiern, ist eigentlich im Rückwärtsgang. Ich glaube, das müssen wir schon zur Kenntnis nehmen. Sogar in der internationalen Definition von Melbourne sind Menschenrechte nur irgendetwas unter 11 anderen Werten. Das betrachte ich als das größte Problem dieser Definition. Naja, überwältigend so ist die Anmeldungszahl, aber auch die Fülle der Themen. Also das ist wirklich überwältigend und das freut mich sehr. Aber ein Punkt, den ich doch, beobachte ich sehr scharf, Sozialrechte kamen ein bisschen zu kurz. Oder wurden mindestens im Plenum nicht erwähnt. In einem war es wirklich Thema und darum habe ich keine Übersicht. Aber was jetzt wieder unter dem Thema Hartz läuft, ist einfach haarsträubend. Und man kann immer noch sagen, es geht uns ja allen gut. Das war ja der Merksatz von Frau Merkel. Ja. In einem CDU-Treffen hat sie sogar gesagt, es gibt keine Schichtung in Deutschland. Ja, Zitat. So. Also, ich habe mir zur Devise gemacht, von Rita Süssmuth, das hat mir ganz absolut eingeleuchtet, einmal mehr aufstehen als umfallen. Mit der Devise kommt man eigentlich auch durch solche tragischen Ereignisse. Geht es doch noch weiter? Ja, also es ist ein bisschen schade. Natürlich könnte man über solche Themen wie Pflichten, du hast es gerade in Mieter angesprochen, oder auch Erweiterung des Curriculums, was Jim Ivey angesprochen hat, verstehen, was Menschsein eigentlich ist. Und dazu auch Philosophie und Kunst, und zwar in internationaler Perspektive zu nutzen. Das ist ja oft, jedenfalls erlebe ich das so wie Blümchenfächer brauchen wir nicht, aber tatsächlich ein ernsthaftes Verstehen wollen dessen, was Menschsein heißt, und zwar nicht nur auf nationalen Charakter natürlich beschränkt. Das ist auch eine Anregung, das heißt vom Curriculum hin bis zu übergreifenden Fragen, also weg vom Anthropozentrischen, sind ja hier große Themen aufgemacht und das würde mich natürlich in den Fingern jucken, aber ich glaube, wir kommen da dann mit der Zeit nicht aus. Gibt es etwas, was ich möchte, noch aus dem Aktuellen von der Tagung, was du erwähnen möchtest, sonst würde ich programmatisch mit meinen Fragen weitermachen. Ja? Du hast gesagt, Programm ist Programm und Programm dieses Gesprächs war auch Kritik. Und ich kann mir vorstellen, Kritik an der Vorstellung soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession gab es, du hast es erwähnt, gibt es reichlich. Nicht umsonst haben wir auch den Begriff Papiertiger in den Titel genommen. Und das war jetzt nicht nur ein rhetorischer Kniff von Zweien, die eigentlich hinter dem Menschenrechtsthema stehen, sondern ich weiß von dir, dass du dich selbst auch sehr intensiv und kritisch damit auseinandergesetzt hast mit der Materie. Du bist keine naive Apologetin. Und Papiertiger, wer weiß das noch, woher der Begriff kommt? Von Mao. Mao Zedong hat den geprägt. Da meint man ja eigentlich etwas, also sozusagen ein Mensch oder eine Organisation oder Schriftstücke, die sich einflussreicher geben, als sie wirklich sind, die in Wirklichkeit keine Macht und keine Bedeutung haben. Und den Eindruck kann man ja durchaus bekommen, das ist ja auch schon angesprochen worden, wenn man sich Diskussionen im Sicherheitsrat oder Menschenrechtskommissionen der UNO anschaut. Und statt Papiertiger, ich gehe jetzt eben zu diesem kritischen Punkt, weiter, könnte man auch sagen, Menschenrechte, ist das nicht ein beschädigter Begriff?
Das ist von Max Horkheimer geprägt worden und das würde ich dich auch fragen wollen. Also Horkheimer hatte da so eine Situation, die finde ich kann man übertragen, wo er beschreibt, es gab einen Gelehrten, der mit dem Sozialismus sympathisierte und der hört bei einem wissenschaftlichen Tischgespräch, könnte ja auch so eine Tagung wie hier sein, einen unbefangenen Teilnehmer von Menschlichkeit sprechen. Ja? Woraufhin er, der Gelehrte, so Horkheimer, erglühte mit edlem Zorn und wies den Ahnungslosen zurecht, der Begriff der Menschlichkeit, der Humanität sei durch übelste kapitalistische Praxis, die ihn durch Jahrhunderte als Deckmantel benützte, entehrt und inhaltslos geworden. Anständige Menschen könnten ihn nicht mehr ernsthaft gebrauchen, sie hätten aufgehört, das Wort in den Mund zu nehmen. Und die Frage, die mir da gekommen sind, sind Menschenrechte auch so ein beschädigter Begriff? Viele würden das natürlich bestätigen, aber dazu macht der Beobachter ist an der UNO über die Welt. Du musst das Mikrofon. Ja, Weltdominanz oder eben Nichtdominanz der UNO. Nun sagt, also wir wissen gar nicht, wir schauen natürlich immer auf diesen Sicherheitsrat, der das Vetorecht hat und alles verhindert, gerade im Syrienkrieg und so weiter. Aber es gibt ganz viele, auch Unterorganisationen, von denen wir nie etwas in der Zeitung lesen. Ich glaube, das müssen wir auch im Auge behalten. Und Menschlichkeit, also damit ist das Recht, Rechte zu haben, nach Waren wegdefinieren. Das kann man nicht einfach so ersetzen mit diesem Begriff. Ja, aber was mir klar wurde, ist, wir erwarten viel zu viel von der UNO, was die alles tun soll, mit den wenigen Finanzen, mit dem immer Personalmangel, sondern die UNO braucht deshalb dringend ÜbersetzerInnen, die versuchen, zusammen mit den Menschen, mit denen diese im Alltag zum Beispiel beruflich zusammenkommen, wie wir, die kontext- und kulturspezifische Relevanz der Menschenrechte in ihrem Alltag zu verstehen und praktisch umzusetzen. Also wir sind die Übersetzerin. Wir können nicht im Lehrstuhl und am Fernseher vor dem Fernseher seufzen, wie schlimm die Welt ist, sondern also wir müssten eigentlich uns als ÜbersetzerInnen verstehen. Man weiß aus Umfragen, dass wenn man einfach da jetzt mal eine Umfrage machen würde, da können, glaube ich, also einfach sogenannte NormalbürgerInnen höchstens 4 Menschenrechte nennen. Ja. Und man hat in einer konfessionellen Einrichtung die gleiche Frage gestellt und es waren nicht mehr, es waren auch 4%, obwohl diese konfessionelle Einrichtung die Menschenrechte im Leitbild hat. Also da ist ein Riesenloch, denke ich, und das, glaube ich, da wäre, ist die Tagung vielleicht ein Aufruf, dieses Loch zu füllen. Ja. Okay. Also ein anderer Einwurf ist ja, und da ging es ja gestern auch, und Jelita Paschat hat dazu auch einiges gesagt, und Jim Alpi hatte die Kritik auch angebracht, dass also Menschenrechte verweisen ja auf universalistische Ideen und Universalismus ist ziemlich unter Beschuss aus verschiedensten Perspektiven. Und es gibt die Kritik, dass Menschenrechte ein westliches Produkt seien, also in einer exklusiven Weise erlassen worden sind. Und Frau Paschat hatte da schon einiges zu gesagt. Möchtest du zu diesem Einwand, der ja durchaus relevanter ist, noch Stellung nehmen oder was zu sagen? Menschenrechte als westliches Produkt? Ja, da zitiere ich eigentlich einen Afrikaner, der die Kritik viel besser formuliert und zusammengefasst hat, also als sie allenfalls im Westen daherkommt. Zitat: Internationale Menschenrechte setzen das europäische Kolonialprojekt fort, das darin besteht, dass die Weißen sich als Retter einer dunklen und wilden, nicht-europäischen Welt verstehen. Sehr viele Aussagen von Politikern auf die Flüchtlingsflut, oder? Sind in diese Richtung. Die weißen Menschenrechtseiferinnen reihen sich in die ununterbrochene Kette ein, die sie mit dem kolonialen Verwalter, dem bibelschwenkenden Missionar und dem Verkäufer für freies Unternehmertum verbindet. Rettung in der modernen Welt wird nur dank der heiligen Trinität von Menschenrechten, politischer Demokratie und freien Märkten als möglich betrachtet. Das ist ja eine eindeutige Kritik. Das ist eine eindeutige Kritik und die müssen wir ernst nehmen. Ich habe
am besten gesagt. Ich habe dann selbst mal noch das Schlusskapitel bei ihm nachgelesen. Und er schlägt eigentlich basisdemokratische Diskussion über Menschenrechte vor. Und zwar im ganzen Kapitel, ich will das nicht ausführen. Aber auch er sagt, einmal mehr aufstehen als jetzt einfach aufgeben. Sogar also aus afrikanischer Sicht. Ja, das ist zu sagen, und dass die Forschung widerlegt, dass es ein westliches Produkt ist, trotz der schönen Foto von Eleanor Roosevelt, das kann man nachlesen. Also das kann man nicht mehr aufrechterhalten. Weil es sehr viele auch chinesische und andere Delegationen gegeben hat, die daran mitgewirkt haben. Der Haupteinfluss, mindestens jetzt die neueste Forschungsarbeit, die ich gelesen habe, würden Sie nie vermuten, das waren die chinesischen Delegierten. Und für die Sozialrechte hat natürlich nicht Russland, oder immer das marxistische Russland nun eben geworden, da gab es eben den Konflikt zwischen West und Ost, sondern die Lateinamerikaner. Die haben die Sozialrechte reingebracht. Und das wird denen auch nie zugeschrieben, nicht? Also wir, mit Eleanor Roosevelt an der Spitze. Ich fand das einen interessanten Aspekt, ne? Also ob das nicht ein Narrativ ist, dass sozusagen bestimmte Leistungen und Debatten, die gelaufen sind, unsichtbar gemacht werden in einer bestimmten Form von Geschichtsschreibung, die auch einleuchtend ist, weil man sagt, naja klar, es ist sozusagen ein Dominanzverhältnis gewesen. Aber das fand ich zum Beispiel sehr, sehr wichtige Anstöße auf dieser Tagung, wenn ich das jetzt immer so sagen darf. Vielleicht kommen wir doch mal von der Weltgesellschaft und der UNO-Bühne hin zur hiesigen sozialen Arbeit. Und wie ist das denn da? Also wie nimmst du das wahr? Hast du da Kritik am Umgang mit dem Thema Menschenrechte oder was kommt dir da zu in den Sinn? Also ich habe es heute Morgen, glaube ich, angesprochen. Wir sind wahnsinnig gut in der Proklamation von Werten. Ja. Und wenn diese weder auf Fakten noch auf einen Zuständigkeitsbereich der Profession bezogen sind, dann bezeichne ich das als moralisches Unternehmertum. Und da kann man also, da kann man nur den Kopf schütteln, also so praktisch mit der Fahne. Und dann erst noch, wir sind da die Guten und wir haben die richtigen Werte, so geht das nicht. Und das ist eine Gefahr. Ja. Also Sozialarbeit als Menschenrechte, als Alleinstellungsmerkmal geht schon gar nicht. Also es wäre ja menschenrechtsverletzend. Menschenrechte sind für alle Menschen da. Und die Lohnung, auch die Kriminellsten, auch die Verachtetsten und vor allem auch für unsere Klienten. Ja. Und dann heißt es ja, eine andere Kritik kommt von verschiedener Seite, wo sind denn da die Pflichten? Here we would have to have some discussion about human rights and duties. I can accept your formulation when you say everybody has a duty to translate and to act upon human rights. Here I'm completely, one meaning. But if human rights to a person are directly bound to duties, then you have a perversion of human rights. Because every dictator, every paternalistic father can say, first, you fulfill the duties, and then might be that we will talk about your rights, you know. You can bind, the dealing with human rights with a person or a group of persons in binding these two duties. So, and of course, also die andere Kritik ist das Trippelmandat, aber ich glaube, da kann man genug darüber nachlesen. Das brauchen wir jetzt nicht, aber wurde auch zum Teil erwähnt. Ja. Es gab ja aber auch aus deinem Kollegenkreis an der TU Kritik, sozusagen, also zum Beispiel Manfred Kappeler, mit dem du dich ja auch viel auseinandergesetzt hast. Was war da der Punkt? Also die größten Ängste waren eigentlich so eine Profession von Do-Gooders,
Do-Goodies? Do-Goodies, ja. Oder wie Jane Addams sagt, the goody-goody attitude of ineffectiveness. Fand ich eine wunderbare Formulierung. Also da war er zuerst mal sehr skeptisch, aber mittlerweile arbeiten wir zusammen. Und da hat ja dann stand die Widerspruchsnummer, nicht? 108 glaube ich, wo auch ganz kritische Artikel drinstehen. Und hat dann gedacht, oh, was schreibt da mein Kollege? Aber der Titel hieß den Menschenrechtsdiskurs vom Kopf auf die Füße stellen. Und auch das war unsere gemeinsame Leitidee. Also, ich akzeptiere seine Kritik. Also er ist manchmal fast noch verzweifelter als ich, wenn er sieht, was der Film über dieses Endstation, diese Erziehungsanstalt, wie hieß die, ich habe den Namen vergessen. Da lief jetzt gerade kürzlich mit seinem Kommentar an Freistadt. Ja, ausgerechnet Freistadt, ja. Also das ist fürchterlich. Ich dachte, ich habe einen Film über ein Konzentrationslager vor mir. Den müssen Sie sich wirklich anschauen. Also das heißt, der Punkt. Und da versteht man auch die Verzweiflung von Kappeler, wenn er auf solche Dinge stößt. Ja. Das heißt, seine Kritik an so einem normativen oder moralisierenden Überschuss, das ist was ihr beide teilt. Und sozusagen, und aber auch die Menschenrechte und deren Anwendung. Ja, er ist. Durchsetzung. Ich komme nochmal zu einer Frage, wo siehst du Fortschritte und Weiterentwicklungen? Also Fortschritte, sagst du Fortschritte? Gibt es Fortschritte? Meilensteine hatten wir schon, das kann man ja auch, das sind ja auch Fortschritte, wenn du so willst. Aber in deinem Sinne, was würdest du so definieren? Gibt es das überhaupt? Oder? Also weltweit sehe ich im Moment zu wenig Fortschritte. Aber ich will zugeben, dass ich auch nicht alles übersehe. Also im Kleinen passiert ja wahrscheinlich ganz vieles. Jetzt, wenn man jetzt die soziale Arbeit nun als Thema nimmt, denke ich, also meine solche Tagung ist wirklich auch ein Fortschritt. Also ich dachte, wir würden da so als kleines Häuflein in einem Raum, in einem kleinen Raum, sicher nicht im Cinemax, sitzen, also die einen als Idealistinnen und die anderen als Kritikerinnen und die dritten als zu sagen, das sei sowieso alles Quatsch. So habe ich mir das vorgestellt, aber das ist eigentlich doch anders rausgekommen. Fortschritte wäre ein viel größeres Disziplin- und professionspolitisches Engagement der sozialen Arbeit. Also das lasse ich nicht nur Deutschland an, das ist auch ein Thema der Schweiz. Also wir haben jetzt gerade eine Kampagne lanciert, wo ich denke, nein, so geht das geht gar nicht. soziale Gerechtigkeit, das habe ich ja einen kleinen kritischen Punkt angemerkt, aber ich denke, Sozialarbeiter müssen sich das zum Thema machen. Es ist kein Zufall, dass Schulz so viel Erfolg hat. Und man betrachtet das als antiquiert, ach, das sind alte Kanäle, das kennen wir ja schon. Das Problem, das er hat, dass er ja selber Hartz IV mit eingeführt hat. Weiß nicht, wie er damit umgehen wird. Ja. Aber ich glaube, das muss denn auch in der Moraldefinition, you have social work and social justice, as, you know, separat. Und das möchte ich beibehalten. Als generelle Maßstäbe, um die Legitimität versus Legalität von Hartz-Gesetzgebungen zu analysieren. Und da gibt es Diskrepanzen. Das hat eine Studie gezeigt für den Schattenbericht, den eine Gruppe von Studierenden gemacht hat an der UNO über Armut und Leben mit Hartz IV. Also es ist ein ganz dicker Bericht, das ist sehr eindrücklich. Ich fasse ihn jetzt bedürfnistheoretisch zusammen. Das heißt, ein Hartz-IV-Empfänger, das war mit 369 Euro, ich weiß nicht, wie man so lebt, die müssen einfach dauernd entscheiden, ob sie jetzt biologische Bedürfnisse zugunsten oder zulasten von sozialen oder psychischen, soziale Bedürfnisse zulasten von medizinischer Versorgung nun eben einlösen oder nicht. Also das ist jeden Tag eine Entscheidung.
Und das Unglaubliche war eigentlich, dieses Projekt sollte dann eine Fortsetzung haben. Das ging dann zum UNO als Schattenbericht, also das lasse ich jetzt aus. Sollte eine Fortsetzung haben im Bürgerforum in Berlin. Wir sind ja entstanden hier. Zum Teil in der Arinsky-Tradition, es ist ein Vertreter aus der Arinsky Industrial Foundation ist hier. Und wir wollten sie dort integrieren, dachten, das sei doch ein Ort, wo man sie mal wieder aus ihrer Wohnung herauslocken kann. Und die erstaunliche Antwort war, ach nee, also wir schämen uns so. Wissen Sie, dass die UNO weiß, wie es um uns steht, das genügt uns. Stellen Sie sich mal vor, diese bescheidenen Wünsche. Also ich war irgendwie auch ganz platt und konnte das schwer verdauen. Aber es war nicht möglich, diese Menschen in die Öffentlichkeit zu bringen. Also du wünschst dir hier ein entschiedenes, also ja. Fortschritt als Desiderat. Ja, das ist mein Wunsch. Ich hätte noch ein paar mehr Wege, das könnte ich ja vorstellen. Aber das ist eigentlich mein Hauptschwerpunkt. Meine Hauptkritik. Weil ich meine, ja, was haben wir gehört über Sozialrechte bei Hartz IV? Also vielleicht, da tue ich vielleicht Unrecht. Immerhin, es waren ja XXX Panels, ja. Kann sein. Okay. Also ich habe das jetzt so verstanden, du bist eigentlich auch an dem Punkt, was wäre wünschenswert? Was wäre ein Fortschritt? Und da würde ich nochmal einhaken, was wären denn deine Herzenswünsche oder auch konkrete Empfehlungen an die soziale Arbeit, also soziale Gerechtigkeit, dezidiertere politische Einmischung, nicht umsonst hast du ja auch begonnen. Machtpolitische Einmischung, ja, vielleicht magst du dazu noch mal was sagen. Also zu Empfehlungen oder Herzenswünschen, perspektivisch. Ja. Also, Fortsetzungstagungen natürlich, aber vielleicht in kleinen Kreis, wo man bestimmte Dinge wirklich ausdiskutieren kann, in den Fachgesellschaften. Das wäre mal ein Gut. Ja, das kommt gleich. Aber, und jetzt gehe ich aber doch zu den, wie du sagst, Herzenswünschen. Also es ist sehr nüchtern, nämlich also, Masterabschluss als Regelstudium mit unproblematischem Zugang zum Doktorat. Stimme zu, dass Menschenrechte und Menschenwürde höchst voraussetzungsvolle Themen sind. Das ist ja auch eine der Kritiken. Aber ihnen irgendwo noch einen kleinen Platz im Bachelor-Curriculum zuzuweisen, in einem Seminar, also das bringt nichts, kann man wieder vergessen. Das gibt dann die moralischen Unternehmer. Wir haben jetzt etwas über Menschenrechte gehört und können jetzt mit der Fahne vorausschreiten. Also sie müssen auch die Studierenden, die da sind, sollten eigentlich kämpfen für den Bachelor als Regelstudium. Wir sind eine nachhinkende Profession. Gehen Sie an der Europäische Internationale Konferenz. Das werden Sie nicht finden. Ich habe ja nicht vergeblich gesagt, ich war 1983 dort und konnte schon bereits Doktoratsseminare besuchen. Also meinst du, dass Menschenrechte im Bachelor noch gar nicht vorkommen sollten, umgekehrt? Nein, natürlich nicht, solange jetzt das Masterstudium nicht als Regelstudium. Das ist eine wichtige Rückfrage. Ja. Nein. Also. Aber so einfach ein Seminar in 3 Jahren. Also. Das kann es nicht sein. Zweite Empfehlung, Menschenrechte doch eben, und das widerspreche ich mich ein bisschen, als zentraler, selbstverständlicher Bestandteil der Profession und des Studiums, wenn nicht innerhalb des Studiums, dann als Weiterbildungsangebot. Eine der Mitgründerinnen des Berliner Studiengangs hat nun mal dann gerade nach der Gründung gesagt, ach, weißt du, also dieser Studiengang wird nach einem Durchgang ausgetrocknet sein. Haben nicht recht behalten. Also wir sind überhaupt nicht ausgetrocknet. Nicht? Also, ich verstehe nicht.
wenn wir dann mehr als 10 Jahre oder noch länger machen. Also, wir leben noch frisch und fröhlich und nicht gerade feucht, aber auch nicht feucht. Und die dritte Empfehlung wäre eine Konzeption sozialer Arbeit als Disziplin und kritische Profession. Lokal, national, inter- und transnational. Denn Professionalität wird eben vielfach und nicht zuletzt seitens der kritischen sozialen Arbeit als Hindernis für eine kritische soziale Arbeit betrachtet. Das muss aber keineswegs zwingend so sein, sofern sie sich theoretisch und praktisch der Frage nach der Rolle der Macht, Gesellschafts-, Organisations- und Professionstheoretisch stellt. Auch die Profession müsste das Machtthema auch, also mindestens, also dominant auch behandeln und nicht nur von außen. Nun, ich habe viele Projekte erlebt, die so wirksam waren, dass drinnen und draußen und oben und unten zusammengearbeitet hat. Wenn das Latein innerhalb am Ende war, hat man nach außen einen Wink gegeben, das müsst ihr weitermachen. Und umgekehrt, wenn ich draußen war und man das Gefühl hatte, ja, also, ja, da müssen wir mal ein bisschen mehr Lärm machen, ja, dann war die kritische Sozialarbeit dran. Also es gibt sehr schöne Beispiele, vor allem auch in der feministischen Tradition. Wir hatten einen Außenrat für Außenpolitik und so weiter. Die zeigen, dass sie die nicht sich gegenseitig abgrenzt und dauernd kritisiert, macht. Also es geht ja dann meistens nur um Herrschaft, also man hat sogar einen relativ undifferenzierten Machtbegriff, sondern wenn man miteinander kooperiert. Das wäre eigentlich vielleicht der Herzenswunsch. Ja, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit und eine Frage beschäftigt mich noch, also wenn ich, ich denke, es ist ja kein Geheimnis, du wirst im nächsten Monat 81 und bist nach wie vor streitbar, temperamentvoll am Thema dran und woher nimmst du die Kraft, dich immer weiter mit diesem Thema, wenn ich das fragen darf, ich meine, kannst auch sagen, nächste Frage, aber woher nimmst du die Kraft und das Engagement weiterzumachen? In diesem Jahr wird irgendwann, denke ich schon, eine Überarbeitung deines Hauptwerkes erscheinen, Anfang nächsten Jahres ein neues Buch zum Menschen. Ja, klar, Werbeblock. Anfang nächsten Jahres ein neues Buch zur Menschenrechte. Ja, was hält dich sozusagen dabei? Also wenn ich ehrlich bin, ich weiß es eigentlich nicht. Also dann vielleicht gibt es abschließend zu unserem Gespräch jetzt von deiner Seite aus noch einen Gedanken, etwas, was du nochmal sagen möchtest? Oder? Doch, ich weiß, dass du eine... Nee. Also vor allem, ich möchte nicht das letzte Wort haben. Genau. Ich habe nämlich dann Sabine gefragt, ob nicht sie jetzt als die junge Generation... Nee. Das letzte Wort. Ja, jung ist jetzt auch nicht gesagt. Also, was du unterschlägst, ist nämlich, du hattest ein sehr schönes Zitat von Jane Addams rausgesucht und das ist auch etwas, was uns beide verbindet, nämlich unsere Begeisterung für Jane Addams. Und du hast, wenn ich das dann sagen soll, nicht als allerletztes, aber du hast gesagt, auf einer Mauer in Los Angeles gäbe es ein Zitat von Jane Addams. Was hat die Menschheit letztlich auf diesem Globus trotz allem Elend der Natur und trotz allem tragischen Versagen der Menschen letztlich am Leben erhalten, wenn nicht der Glaube an neue Möglichkeiten und Mut, dafür anwaltschaftlich einzustehen. Ja, ich meine, die Jane Addams ist ja auch lange und unter schwierigen Bedingungen dran geblieben und ich möchte meinerseits abschließend nochmal zum Papiertiger kommen, also zu diesem Titelgebenden. Und es ist so, dass der alte Mao als Dialektiker, der er war, nämlich mindestens einen Doppelcharakter in diesem Begriff gesehen hat. Er hat gesagt, Papiertiger hat auch den Anteil wirklich Tiger. Also er hat das ja bezogen auf die Imperialisten und Reaktionäre sind Papiertiger. Und er hat gesagt, sie sind wirklich Tiger, die vernichten Menschenleben. Also da ist auch eine reale Macht drin.
aber die existiert nur so lange, bis das Volk sich erhebt und sozusagen ein Papiertiger draus macht. Also das heißt, das ist ein durchaus komplexeres Thema, das verweist auf Machtverhältnisse und Menschenrechte sind auch, können Tiger sein, nämlich wenn ich das positiv fände, dieses Beispiel, etwas durchsetzen und etwas bewirken. Und wer immer jemals sozusagen sich in Praxis und in all die Papiere, es ist ja nicht einfach diese allgemeine Erklärung. Nita, ich finde, du hast einen sehr guten Hinweis und Aufriss auch schon gezeigt, wie viel Konkretes sich weiterentwickelt hat. Das ist nicht, das wäre sehr, sehr willfähig zu sagen, das ist nur die Laberbude in der UNO. Das ist sehr, sehr viel und sehr praxisorientiertes mehr. Und auch Horkheimer übrigens hat den beschädigten Begriff sozusagen, auf den er sich bezog, nicht verworfen. Die zitierte Stelle von vorhin, die geht nämlich weiter, dass er selber fragt, nur, welcher Bezeichnung für das, was gut ist, sollen wir uns denn dann noch bedienen dürfen? Sind sie nicht alle durch die schlechte Praxis, durch einen verschleiernden Gebrauch ebenso entehrt? Und es gibt von Oskar Negt, weil ich jetzt nochmal zwei alte Männer jetzt zum Schluss, ist irgendwie blöd, aber also Horkheimer distanziert sich nicht vom Begriff der Menschlichkeit, sondern er regt zur Reflexion an und es ginge meines Erachtens auch eher darum, diese angesprochenen Beschädigungen in die Profilbildung dieses Begriffs und der Auseinandersetzung mit einzubringen. Das heißt, diese eben nicht zu verwerfen und aufzugeben, sondern zwischen dem, was faktisch draus gemacht wird, also mit dem nüchtern, offen und kritisch umzugehen. Und es ging um ein Bemühen, Menschenrechte als Konzept selbst auch immer wieder in Bezug auf die soziale Arbeit zu kritisieren und gleichzeitig ihren utopischen Gehalt, den sie haben, nicht als Gegenargument, sondern als Horizont und Verpflichtung zu nehmen. Und ich finde, dazu ist diese Tagung ein wichtiger Beitrag gewesen für unsere Profession. Und ich hoffe, dass Ihnen das vielleicht ähnlich geht und möchte mich meinerseits ganz herzlich bei dir, Silvia, bedanken und bei den Organisatoren.